Eine Frage, die am meisten gelikte, fehlt uns noch im Hintergrund die Players Night, im Vordergrund unser Bayern-Trainer Thomas Wörle. Spannende Frage, die du jetzt zu beantworten hast, die wollten wir jetzt bewusst dir stellen und nicht den Spielerinnen. Die wichtigste Frage unserer Facebook-User war nämlich, warum die Mädels des FC Bayern hübscher sind als alle anderen. Weiß ich nicht, ob du dazu irgendwas Produktives beitragen kannst, aber wenn ja, dann würde ich dich bitten, jetzt diese Frage zu beantworten. Nee, also in erster Linie gehen wir schon natürlich nach der Qualität. Das ist das entscheidende Kriterium dafür, ob wir eine Spielerin zu uns holen oder nicht. Und man muss schon sagen, wir haben in der Tat einige sehr, sehr gute Fußballerinnen bei uns, die ja auch sportlich aussehen. Was ja auch für das Gesamtprodukt vielleicht dann nicht so uninteressant ist. Ne? Zum sportlichen Faktor kommt ja immer noch ein Vermarktungsfaktor, bei dem das dann vielleicht auch eine Rolle spielt. Ja, dann wollen wir aber noch etwas weiter vor- und zurückschauen. Jetzt haben wir die Hinrunde ja doch gut abgeschlossen, sind jetzt schon wieder in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Vielleicht jetzt nochmal zurückschauend, was bleibt dir aus der Hinrunde so in Erinnerung? Worüber hast du dich vielleicht besonders geärgert? Was hat dich gefreut an Ergebnissen, an Ereignissen, an Entwicklungen in der Mannschaft? Gut, also wenn man die Vorrunde zusammenfasst, muss man sagen, dass wir, ja, dass das eigentlich lange Zeit durchwachsen war. Wir haben gute Spiele absolviert, wir haben natürlich dann auch ein paar Rückschläge bekommen, haben Spiele verloren gegen Mannschaften, die wir eigentlich hätten packen können, auch vom Spielern her, wie es dann sich zugetragen hat. Und wir haben dann ja die Kurve sehr, sehr gut bekommen in den letzten paar Spielen vor der Winterpause und haben dort nochmal aufblitzen lassen und zeigen können, dass wir ja über großes Potenzial verfügen, aber dass wir aktuell noch nicht in der Lage sind, ja, Tuschur, egal gegen welchen Gegner, ja, stabil unser Spiel durchzubringen. Und ja, deswegen war es immer ein bisschen mit ein Auf und Ab. Aber letztendlich haben wir jetzt zur Winterpause hin praktisch den Platz 4 belegt, sind im DFB-Pokal-Halbfinale, was sehr, sehr gut ist. Und ja, da lässt sich jetzt eigentlich gut dann in die Rückrunde blicken. Sind jetzt momentan in der Vorbereitung, noch circa 5 Wochen und dann geht's los in Wolfsburg. Der Blick nach vorne ist sicher jetzt ganz wichtig zu Beginn des Jahres. Genau, es warten ja ziemlich am Anfang gleich 2 große Aufgaben. Zum einen das erste Auswärtsspiel in Wolfsburg, das ja, denke ich, auch schon mal einiges dann für die weiteren Spiele dann vorgibt. Und dann sicher auch relativ bald ja schon das Pokalfinale in Potsdam, Halbfinale in Potsdam, wo es dann um den Einzug ins Finale in Köln geht. Ja, was erwartest du dir für die nächsten Monate? Wo siehst du den FC Bayern vielleicht zum Saisonende? Was würdest du dir wünschen? Ja, ursprünglich war die Marschroute, wir sind letztes Jahr 6. geworden in der Liga. Wenn wir uns da verbessern, das wäre schon mal Platz 5, wäre das schon mal eine tolle Sache. Das wollen wir unbedingt schaffen. Wir wissen, dass jetzt, wenn wir mit dem ersten Spiel starten in Wolfsburg, ist ein ganz schweres Spiel. Wolfsburg wird sicherlich versuchen, dieses Jahr die deutsche Meisterschaft zu holen. Und in Wolfsburg ist es nicht allzu leicht zu spielen. Aber das ist das erste Spiel für uns, das zweite Spiel, glaube ich, für Wolfsburg dann zu dem Zeitpunkt, da sie nur ein Nachholspiel haben. Und wir hoffen einfach auch, dass wir sie zu einem günstigen Zeitpunkt erwischen. Und im Pokal sind wir im Halbfinale. Wir waren letztes Jahr im Finale, sind Pokalsieger geworden. Wir haben einen riesengroßen Traum, es wieder bis nach Köln zu schaffen. Und an einem sehr, sehr guten Tag können wir das auch in Potsdam schaffen, obwohl man sagen muss, dass das eigentlich ja, ein hartes Los für uns ist. In Potsdam, das ist eine kleine Festung und die Potsdamer haben heute aktuell den Hallencup gewonnen, haben auch wieder untermauert, über welches Potenzial sie verfügen. Und nichtsdestotrotz, wir haben eine Außenseiterchance, wie auch im Finale letztes Jahr gegen Frankfurt, und dass wir diese Chance auch mal nützen können, haben wir gezeigt. Ja, und die Potsdamerinnen fehlen uns ja aktuell noch ein bisschen in der Trophäenliste. Die anderen großen Teams haben wir ja jetzt in den letzten Monaten alle zumindest einmal geschlagen und vielleicht klappt es ja diesmal dann auch in Potsdam. Eine nicht ganz einfache Frage, denke ich, aber wenn du jetzt für die Rückrunde einen Wunsch frei hättest, aber noch nur einen, was wäre dir am wichtigsten oder wo würdest du am ehesten dir einen Wunsch erfüllen? Ja, da gibt es mehrere. Klar, es gibt die Meisterschaft, die interessant ist, es gibt den Pokal. Aber ich versuche es mal so zusammenzufassen. Wenn ich sehen würde, dass wir uns wirklich deutlich nochmal weiterentwickeln, dann würde das ja vielleicht sogar den ein oder anderen Erfolg mit einschließen. Also es wäre mein Wunsch, dass wir uns nochmal ein Stück weiterentwickeln. Wir sind momentan auf einem guten Weg, müssen aber insgesamt einfach noch stabiler werden. Und da ist die Hoffnung, dass wir das hinbekommen. Jetzt schauen wir mal zum Abschluss noch ganz weit nach vorne. Ich glaube, dein Vertrag läuft jetzt momentan noch 1,5 Jahre. Gehen wir ruhig noch ein bisschen weiter nach vorne. Sagen wir mal, Winter in 3 Jahren. Wo steht der FC Bayern dann, wenn er von dir noch trainiert ist, was wir beide hoffen wollen? Wie siehst du die Entwicklung der Mannschaft bis dahin? Ja gut, also ich denke, dass wir mittlerweile eine Mannschaft hier bei uns in München haben, wo man sagen muss, die ist
schon in der Lage, über die nächsten Jahre hinweg sich weiterzuentwickeln und vor allem dann auch den Abstand zur Spitze zu verkleinern. Das ist das große Ziel eigentlich, das wir seit zwei, drei Jahren jetzt hier haben, dass wir sagen, okay, komm, wir müssen da rankommen, weil die Lücke, die ist dermaßen momentan aktuell immer noch da. Und da habe ich die Hoffnung, dass wenn wir die Mannschaft so zusammenhalten können, muss man auch immer sehen, weil es ja doch immer auch Ambitionen gibt von unseren Spielerinnen oder auch von anderen Mannschaften zusammenzukommen. Aber wenn wir das schaffen, die Mannschaft zusammenzuhalten, plus uns nochmal auf der einen oder anderen Position sehr sinnvoll verstärken, dann glaube ich wirklich, dass wir ein deutliches Stück nach vorne kommen. Und was es dann genau heißt in zwei, drei Jahren, muss man sehen. Aber wir haben immer wieder mal schon aufblitzen lassen, was wir bringen können. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir da eine Kontinuität reinkriegen, und das geht natürlich auch mit einer Verbesserung vom Personal nochmal und natürlich auch mit einem Reiferwerden von jeder einzelnen Spielerin, dann glaube ich schon, dass wir wirklich immer mehr ein Wörtchen mitreden können bei den wichtigen Dingen in der Liga. Dann zunächst mal alles Gute für die Ziele für die Rückrunde und dann schauen wir mal, was in den Jahren darauf passiert. Danke dir, Thomas. Bis gleich.